Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tipps und Tricks Video zum Spiel Farm Together 2. Heute dreht sich alles um die neuen Farmhelfer. Ja, wie ihr seht, ist meine Farmhelferin hier schon fleißig am Hin- und Herlaufen und die Tiere am Füttern. Ich beginne erstmal beim Anfang, würde ich sagen. Und zwar, es gibt im Shop dieses Symbol hier. Und zwar ist das der Farmhelferstand. Das ist bei euch allerdings wahrscheinlich erstmal ausgegraut, sofern ihr noch keine Farmhelfer gekauft habt, beziehungsweise noch nicht den Schritt gemacht habt, der das Ganze nämlich voraussetzt. Dazu müssen wir nämlich erstmal auf die Karte gehen und zur Stadt reisen. Dann müsst ihr euch einen freien Stand suchen, wo ihr etwas hinbauen könnt. Das wäre dann so einer. Da klickt ihr dann drauf. Und da müsstet ihr dann das entsprechende Gebäude aussuchen. Und zwar ist das das hier, die Bauerngenossenschaft. Ich besitze dieses Gebäude schon, aber falls ihr das Ganze noch nicht gebaut habt, müsst ihr es erst hier drin aussuchen. Ihr braucht allerdings satte 50 Medaillen, um die Bauerngenossenschaft überhaupt erst hinstellen zu können. Keine Sorge, es reicht aber, wenn ihr das Ganze einmal hingebaut habt. Aber, und das ist jetzt der große Nachteil daran, wenn ihr sie einmal gebaut habt, habt ihr zwar nichts mehr, was ihr da investieren müsst, aber ihr müsst jede Menge Medaillen trotzdem noch investieren. Und zwar, wie ihr seht, ich habe das Ganze gerade mal auf Level 8 hochgekriegt bisher. Und ich bin gut Medaillen am Sammeln, sage ich mal einfach. Und zwar müsst ihr unten auf Verbessern klicken und dann seht ihr hier schon die Bedingungen für eure nächste Stufe. Bei mir wären es jetzt 411 Medaillen, die ich auf einen Schlag bezahlen müsste. Und läppische 544 Tomaten. Also ich würde lieber davon das 20-fache bezahlen und dann dafür weniger Medaillen, wenn ich ehrlich bin. Und das gerade mal auf so einen geringen Level. Aber hier ist auf jeden Fall die Bedingung, was ihr bezahlen müsst, um eben eine Stufe zu verbessern. Dann seht ihr hier vorne nochmal zwei Buttons. Erstmal, links wird nur das Inventar angezeigt, also die Anzahl der Medaillen, die ihr gerade im Inventar quasi habt. Hier rechts ist dann, ja, ich sag mal, dieses Pflanzenhändchen ist das Symbol eurer Farmhelfer. Ich habe jetzt aktuell 7 von 8 bei mir stehen. Das heißt, ich könnte noch einen zusätzlichen hinstellen, weil ich das gerade erst geupdatet hatte. Und hier drunter, also ihr müsst dann bedenken, jedes Level, was ihr hier habt, gibt euch einen Farmhelfer. Ihr fangt natürlich mit Level 1 an. Das heißt, ihr könnt von Anfang an schon einen Farmhelfer bauen. Das heißt, ich habe eben Blödsinn geredet und das ist nicht ausgegraut, mal nebenbei bemerkt. Schande über mein Haupt. Aber so ist das Prinzip im Endeffekt. Einmal hier verbessern ist dann natürlich ein Level hier höher und dementsprechend ein Farmhelfer mehr, den ihr theoretisch hinstellen könnt. Ihr müsst ihn aber kaufen, nicht vergessen. Und zwar hier unten seht ihr dann einmal die Zeit. Im Moment sind es bei mir 89%. 100% wäre eine Stunde, weil die Farmhelfer leider nicht mehr so schön wie in der alten Farm, ich glaube über 4 Stunden oder so, also über mehrere Stunden hinweg arbeiten, dafür aber noch teurer bezahlt werden als in der alten Farm, weil man das Ganze jetzt mit Medaillen bezahlen muss, anstatt mit diesen Scheinen, die man sonst bei sich im Haus hätte holen können. Ja, hat halt alles seine Vor- und Nachteile. In diesem Fall halt viele Nachteile, aber es gibt auch einige Vorteile, da kommen wir auch gleich noch zu. Und zwar, hier in der Mitte haben wir jetzt zwei verschiedene Buttons, wo wir draufdrücken können. Hier steht einmal, für eine Medaille bekommen wir 4%. Dann würde man ja eigentlich rechnen, dass man 12% kriegen würde für 3 Medaillen. Wenn ich jetzt hier hingucke, die 12% könnte ich hier aber nicht machen. Das heißt, ich könnte nur 2 Medaillen anklicken und dann wäre es auch schon wieder zu Ende. Aber ich kann 3 Medaillen anklicken und bekomme dafür die 11% und damit genau das, was mir hier fehlt, um einmal auf 100% wieder hochzugehen. Und von jetzt an, von diesen 100% an, arbeiten die Arbeiter wieder komplett eine Stunde durch. Also das müsst ihr euch merken, diese 100% sind genau eine Stunde.
Und ich habe festgestellt, wenn das hier ein bisschen unterschiedlich ist, vorausgesetzt, es wurde nicht geändert seit dem letzten Update, dass man hier rechts immer so einen ganz minimalen, ich sag mal, Rundungsrabatt bekommt. Dass man rechts immer ein bisschen mehr Prozent bekommt, als man dann mit den linken bekommen würde. Weil der halt wirklich so eingestellt ist, dass es hier relativ gut passt. Und die hier kann man halt immer nur 4% höher einstellen. Und wenn das letzte aber 3% sind und kein 4%, dann ja, hat man halt gelitten. Wenn ihr jetzt diese wunderschönen Farmhelferstände hier aufbauen möchtet, kann ich euch zum einen noch kurz den Tipp geben. Es gibt aktuell drei Varianten. Das heißt, wenn ihr X drückt, könnt ihr damit ein bisschen die Farbe verändern. Die weißen hier, oder naja, es ist eher so grün-blau unten, finde ich ziemlich gut. Dann gibt es einmal noch so einen Orange-Gelbton, sage ich mal. Und einmal diesen Standard-Holzton, den ich auch nicht schlecht finde. Was ihr wohl bedenken müsst, dass ihr immer 10 Medaillen eben braucht, um einmal hier so einen Farmhelferstand hinzustellen. Wenn ihr den hingestellt habt, ist es damit aber noch nicht getan. Ihr seht jetzt hier die Kästchen. Das ist der Bereich, in dem der Farmhelfer arbeiten kann. Wenn ihr jetzt schon einen gekauft habt und euch fragt, warum hat meiner jetzt nur so ein, ja, ein Viertel davon oder so, ich weiß nicht genau, so ein minimales Feld. Ihr müsst einmal hier drauf gehen, wo ich jetzt stehe, und einmal die linke Maustaste drücken. Da könnt ihr dann nämlich einstellen, wie breit das Ganze hier gehen soll. Das heißt, ihr könnt das natürlich auch kleiner machen, dann ist es schmaler. Oder ihr macht es auf Maximum, was eigentlich logisch wäre, weil er sich dann um alles kümmert. Und ihr könnt die Tiefe, also in dem Fall jetzt die Höhe, einstellen. Zum Beispiel, wenn er sich jetzt nur um die Bäume kümmern soll und ums Füttern, aber nicht abernten soll. Also außer die paar hier vorne. Dann könnte man das hier so einstellen. Die Position kann man einstellen, wie man das Ganze haben möchte, ob man das in der Ecke haben möchte, mittig haben möchte. Ja, es gibt nur die beiden Varianten. Das heißt, dass der sonst diesen Bereich hier komplett hier unten, den wir jetzt nicht mehr sehen können, ja, abernten würde. Oder halt, wir stehen mittig drin und das geht dann in alle Richtungen. Das ist zum einen neu und zum anderen, was ich sehr, sehr geil finde, wir können nun auch die Zugriffsrechte für unsere Farmhelfer einstellen. Und zwar, Pflanzen haben die jetzt hier keine Rechte für. Da könnte man jetzt aber zum Beispiel draufklicken und sagen, ich will aber, dass du Feld XY machst. Ich habe das zum Beispiel bei mir bei den Karotten und dass du mir immer die Karotten neu pflanzt. Hat bei mir jetzt ein bisschen den Nachteil, dass die, glaube ich, nicht ganz so hinterherkommt mit den Karotten, weil die nämlich jetzt alle 15 Minuten wieder fertig sind und wieder rausgeholt werden müssen, zwischendurch aber auch wieder bewässert werden müssen und irgendwie kommen sie da nicht so ganz nach. Also da muss ich noch ein bisschen rumbasteln, was da vielleicht die bessere Alternative wäre, beziehungsweise ja, ob man dann nicht vielleicht verschiedene Sachen einstellt. Also zum Beispiel vier größere oder kleinere Felder. Das eine sind dann die Karotten, das andere ist dies, das andere ist das. Und das eine dauert vielleicht ein bisschen länger als das andere. Ne, mit Kartoffeln vermischt oder so zum Beispiel. Also da bin ich noch so ein bisschen am Gucken, ja, wie kann man das da am effektivsten ausnutzen. Dann könnt ihr bei den Feldfrüchten einstellen, und das wäre dann im Endeffekt das, was auch hiermit verbunden ist, ob die gegossen werden sollen und geerntet werden sollen, ob man nichts tun soll, wenn welche drauf sind, also im Feld, ob man die nur ernten soll, ja, oder halt gießen und ernten. Und hier oben stellt man dann ja einzeln ein, ob das Ganze dann auch neu gepflanzt werden soll. Leider nur möglich für eine einzige Sorte. Deswegen ist das immer so ein bisschen problematisch. Deswegen kommt das auch nicht hin mit diesen vier, ja, dass man vier verschiedene Sachen macht. Also da weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so genau, wie froh oder nicht froh ich darüber bin. Da muss man sich vielleicht was einfallen lassen. Oder dass man vier verschiedene hier angehen kann oder so. Das wäre natürlich auch noch eine Option. Die Bäume werden geerntet. Ich meine, was soll man auch machen, ne? Oder man kann die Bäume auch stehen lassen, aber es ist ja Blödsinn. Also werden die geerntet. In dem Fall bei den Blumen auch wieder das Gleiche. Man kann die entweder gießen und ernten, was natürlich sinnvoll ist, was aber natürlich nicht nötig ist, wenn man Sprenkleranlagen drauf hat. Man kann die Blumen einfach so stehen lassen oder man kann sie nur ernten.
Und das Gleiche dann nochmal für die Tiere. Die können gefüttert und geerntet werden. Das habe ich natürlich gemacht, weil ich die auch nebenbei noch so ein bisschen level dadurch. Moment, wo bin ich jetzt? Man kann nichts tun oder man kann sie nur ernten und nicht füttern, was natürlich sinnlos wäre. Es sei denn, dass die Ressourcen vielleicht nicht so da wären, um die jetzt durchgehend zu füttern. Dann die Fischteiche. Da kann man das zum Beispiel auch so machen, wie ich das beim ersten Teil gemacht habe. Ich habe das so gemacht, dass ich ein Feld voller Reis gemacht hatte. Man müsste natürlich mal gucken, was man genau als Feld reinmacht. Vielleicht irgendwie Bäume oder irgendetwas. Also Reis zählt ja sozusagen auch unter den Bäumen im ersten Teil. Es wurde halt nur abgeerntet. Man musste nichts mehr neu machen, man musste nichts gießen oder sonst irgendwas. Gleiches Prinzip halt wie die Bäume. Und dann hatte ich drei kleine Felder, wo dann das Wasser quasi, also die Fische quasi reinkamen in diese Kästchen hier. Ich sag jetzt mal, hier kam einmal so ein Fisch rein, da kam ein Fisch rein und da kam ein Fisch rein. Und dann machte der so seine Arbeit und dann ist er mal hingelaufen, dazwischendurch auch die Fische geangelt. Wenn zum Beispiel gerade keine Jahreszeit für Reis war oder so. Das kann ich euch wirklich auch nur empfehlen, wenn ihr da den Platz für habt, das so ein bisschen nebenbei laufen zu lassen. Dann könnt ihr so natürlich auch die Fische abernten lassen von einem Farmhelfer. Und dann aber gleichzeitig noch zum Beispiel die Bäume abernten lassen. Bei mir steht er jetzt aktuell nur bei den Fischen, weil ich noch nicht so den Platz habe. Da muss ich mal ein bisschen gucken, dass ich die ganze Farm ein bisschen umstelle. Aber das werde ich wahrscheinlich erst machen, wenn ich die alle voll aufgefüllt habe, die Farmhelfer. Ja, hier kann man halt auch nur zwischen nichts tun und ernten aussuchen, weil es sind halt Fische. Da kann man nur einmal ernten oder halt eben nichts tun. Gebäude. Und das ist jetzt was ganz Spezielles. Mit Gebäude sind zum Beispiel der Marmeladenstand ist damit gemeint, die Saftpresse, die Käsemolkerei oder wie sie heißt. Also diese Dinge sind mit Gebäude gemeint. Die kann man ernten. Also zum Beispiel die Marmelade rausholen und gleichzeitig wieder auffüllen lassen. Also in dem Fall, ich glaube, es waren Birne und Apfel hineintun. Oder es wird nichts mit den Gebäuden getan. Oder es wird nur rausgeholt, sodass ihr quasi selber alles auffüllen müsstet, was natürlich irgendwie unsinnig wäre. Deswegen ist es halt standardmäßig auf Ernten und Auffüllen. Ja, und das war im Prinzip alles, was ihr so wissen müsst über die Farmhelfer. Ich finde es größtenteils sehr, sehr gute Änderungen. Die Preise, naja, da hätte man sich was einfallen lassen können, was halt nicht so extrem ist. Weil klar, gerade die kleineren Farmen, also nicht die ganz kleinen, die jetzt so zwei Erweiterungen haben oder so, aber die kleineren Farmen, nicht die mini-kleinen Farmen, die brauchen natürlich oder hätten vielleicht auch gerne Helfer, die irgendwas ernten, wodurch sie dann ein bisschen schneller vorankommen. Und das ist halt nicht möglich, weil die wiederum die Medaillen nicht so in dieser Hülle und Fülle produzieren können. Also nicht möglich ist falsch ausgedrückt, aber man muss viel, viel länger sparen. Und wenn ich bedenke, ich habe insgesamt zusätzlich 4 Quests jeweils am Laufen, die, ja mein Kleiner, die mir jeweils 40 Medaillen pro Quest geben und trotzdem habe ich es noch nicht geschafft in der ganzen Zeit, seit die Farmhelfer raus sind, tatsächlich mehr als 8 hier reinzumachen. Also ich habe 7-mal quasi verbessert. Einer ist ja standardmäßig schon auf Stufe 1 freigeschaltet. Dann könnt ihr euch ungefähr ausrechnen, wie viele Medaillen man dafür braucht, weil ich habe es aktuell, wir konnten es eben sehen, ich weiß nicht, bei 219, glaube ich, war die nächste Stufe. Die muss man erstmal zusammen haben und wenn man die dann wieder investiert hat, fängt man ja wieder bei 0 an und muss wieder dementsprechend die ganzen Quests erstmal durchhaben. Und bis man so eine 40er Quest durch hat, das dauert. Selbst bei meiner doch sehr großen Farm, also die ist komplett ausgebaut, aber auch die einzelnen, die Bäume und die Blumen und so weiter, das ist doch recht großflächig angelegt, sage ich mal. Aktuell sowieso noch, weil wir noch nicht so viel haben. Es kommt ja noch einiges im Laufe des nächsten Jahres dazu. Und dementsprechend habe ich dann alle Tiere in doppelten Streifen, nicht so wie sonst. Da hätte ich halt nur einen Streifen, wo die dann normalerweise drin wären. Und jetzt sieht man schon im Hintergrund, es sind immer zweimal diese drei
drei Felder breite, also sechs Felder breit. Und ja, es ist aber trotzdem nicht genug, dass man sagen kann, man hat es in zwei, drei Durchläufen durch, sondern man muss unter Umständen halt wirklich mehrere Tage eine Quest machen, damit die dann endlich mal durch ist. Und das ist doch schon ein bisschen nervig mitunter. Vor allen Dingen gerade für Leute wie mich, die eben nicht die Zeit haben, 24/7 am PC zu sein, beziehungsweise sich halt um die Farm zu kümmern, die noch ein Real Life haben, die noch Familie haben, die noch zwei Jobs haben. Okay, die meisten vielleicht nur einen Job, obwohl in der heutigen Zeit vielleicht auch zwei. Ihr wisst, was ich meine. Also man hat einfach nicht die Zeit, sich dann darum zu kümmern. Klar gibt es immer irgendwelche Freaks und das meine ich nicht im positiven Sinne. Das meine ich nicht im negativen Sinne, sondern einfach nur im Sinne von, es ist die Ausnahme, die halt entsprechend viel Zeit haben und sich dran setzen können. Aber die meisten können es nun mal nicht und dann dauert es halt wirklich teilweise ewig. Wobei ich dazu sagen muss, mit den 8, die ich jetzt habe, komme ich eigentlich auch schon recht gut zurecht. Also so langsam wird es ein bisschen schneller, sagen wir es mal so. Wenn man die entsprechend auch für sich arbeiten lässt, je nachdem, was man erreichen möchte. Ich persönlich möchte jetzt die Tiere noch ein bisschen hochleveln nebenbei. Dann, ja, wird das Ganze eigentlich schon. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr noch irgendwas wissen wollt zu den Farmhelfern oder zu anderen Sachen. Schaut auch gerne mal in der Playlist nach, die unten in der Beschreibung verlinkt ist. Da sind alle News und alle Tipps und Tricks vorhanden, die ich bisher hochgeladen habe. Und ja, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!